Ja, einen schönen guten Morgen zur Vorlesung Staatliche Rahmenbedingungen. Wo sind wir? Ja, wir sind sozusagen in dem Bereich, uns mal ganz fundamental unsere staatlichen Rahmenbedingungen anzuschauen. In was für einem Land leben wir und wie ist die Organisation unseres Landes? Und auch ein bisschen die philosophischen Aspekte nochmal kurz heute wiederholen, weil ich tatsächlich mal hier im Original nachgelesen habe, dem sehen Sie das, Thomas Hobbes, Leviathan. Denn das muss ja eigentlich auch sein. Ich kann Ihnen ja nicht einfach immer nur irgendwelche Zusammenfassungen hier darlegen und dann die fundamentalen philosophischen Werke gar nicht selbst gelesen zu haben. Und ganz aktuell ist gerade dieser Thomas Hobbes meiner Ansicht nach extrem lesenswert und interessant. Also, sprich, welche grundsätzlichen Rahmenbedingungen haben wir uns in unserem Land für unser Zusammenleben gegeben? Naja, da nennen wir uns eben soziale Marktwirtschaft. Und soziale Marktwirtschaft heißt letztlich, die Nutzen habe ich Ihnen jetzt hier an der Stelle nicht nochmal gegeben, weil wir das ja schon im vorletzten Mal gehabt haben, also Kontraktkurve, sondern haben einmal die Nachfragen über unsere Nutzen, Haushaltsoptimierung und dann eben unser Angebot über die Produktion und das Ganze, fundamentale staatliche Rahmenbedingungen. Was produzieren wir? Wie für wen? Das wollen wir über einen Marktprozess zur Verfügung gestellt wissen. Und dann gibt sich eben, wenn unsere Märkte tatsächlich funktionieren, über Gewinnmaximierung, haben wir hier oben. Und zwar an der Stelle, na, das kann ich auch machen. Hier steht Preis mal Menge minus Kosten. P mal F ist Umsatz minus R mal K plus W mal L. Das sind schlicht und einfach unsere Kosten. Und wenn wir das eben ableiten nach den Produktionsfaktoren, dann kriegen wir nichts anderes als der Preis meines Inputfaktors hier des Kapitals ist gleich Preis des Outputgutes, das ich mit Kapital produziere, mal das Grenzprodukt, also Preis gleich Wertgrenzprodukt. Das denke ich, werden Sie auch in vielen anderen Veranstaltungen gemacht haben. Das ist die ganz fundamentale Gewinnmaximierungsbedingung. Naja, und wenn ich mehrere Güter habe, dann muss eben in einem funktionierenden Markt habe ich einen Gleichgewichtspreis. Das heißt, das Ganze gilt dann hier für X und für Y. Naja, und diese Güter wiederum, die werden am Markt, X und Y, werden am Markt nachher getauscht. Und damit komme ich dann hier dazu, dass die Steigung dieser Transformationskurve, die gibt mir gerade das Austauschverhältnis zwischen x und y an. Also auf wie viel des Gutes x muss ich verzichten, um eine zusätzliche Einheit des Gutes y zu erhalten, dass gerade diese aus den Produktionsbedingungen vorgegebene Steigung gerade dem Preisverhältnis am Tauschmarkt für die Leute A und B entsprechen muss. Das heißt, diese Transformationskurve über das Preisverhältnis gibt mir meinen Produktionspunkt fest und das Ganze wird dann getauscht zu diesem genau gleichen Preisverhältnis zwischen Individuum A und Individuum B, wo deren beide Grenzraten der Substitution sich entsprechen müssen. Naja, und das Ganze, das habe ich Ihnen als Übungsaufgabe mal gegeben, wurde auch, hat mich sehr gefreut, teilweise von Ihnen bearbeitet. Sie brauchen sich da jetzt keine Gedanken machen, dass die da vielleicht nicht durch alle Aufgaben ad hoc alleine durchgekommen sind. Ich denke, wir werden nächste Woche mal so einen Übungsblock einlegen, weil wir heute das Ganze noch erweitern, dieses Modell in Richtung Wohlfahrt. Also, in dem Sinne, welchen Punkt hier auf dieser Kontraktkurve wollen wir denn erreichen? Das ist nämlich ja nur ein spezieller, den wir hier haben. Und dann stellt sich jetzt eben für die Gesellschaft die Frage, Pareto-Effizient, wo wollen wir denn hier nachher hinten rauskommen? Und
Das hat dann eben etwas mit Wohlfahrtsmaßen zu tun, mit dem wir uns heute beschäftigen möchten. Also, welche Allokation wollen wir anstreben? Und dann hat man letztes Mal einen gewissen Überblick gemacht. Welche philosophischen Grundideen kommen denn daher? Wie haben sich unsere Institutionen entwickelt? Und hier möchte ich Sie einmal auf den guten alten Thomas Hobbes aufmerksam machen, wo wir hier hingeschrieben haben: Kampf aller gegen aller, beziehungsweise Homo homini lupus est. Und hier die Originale aus dem Leviathan. Lesen wir mal durch. Das kann ich das noch irgendwie markieren? Ja, da, dass Sie sehen, wo Sie jetzt mitlesen sollen. Und das wäre dieser Absatz hier. Was steht denn da? Bevor große Staaten entstanden, brachte Raub zu Wasser und zu Lande, wie man überhaupt aus der alten, besonders der griechischen Geschichte, er sieht als eine rechtmäßige, ganz wichtig, als eine rechtmäßige Raub zu Wasser, zu Lande und in der Luft, muss man heutzutage wohl mit dazu nehmen, eine rechtmäßige Erwerbsart, die, und ganz wichtig, mehr Ehre als Schande. Wenn man die Vorkapitel nochmal liest, da definiert er dann noch genau, was er unter Ehre versteht. In Anführungszeichen, in solchen Urgesellschaften als Schande ist doch selbst bei uns noch der Zweikampf. Jetzt sind wir eben in der Zeit, in der Thomas Hobbes gelebt hat, als man noch, wenn man irgendwo sauer war, den anderen zum Zweikampf fordern konnte. Noch der Zweikampf, so gesetzwidrig er aus ist. Also er war damals schon Institutionen, Rahmenbedingungen, Regelsetzungen, Gesetze zwar schon verboten, aber er galt immer noch als ehrenvoll. Ne? Warum mache ich denn das, diesen Zweikampf? Haben Sie das mitbekommen? Wir hatten auch eine öffentliche Aufforderung zum Zweikampf, zum Duell. Wer gegen wen? Letzte Woche, glaube ich, oder vor 2 Wochen. Haben Sie nicht mitbekommen? Da hat Elon Musk den guten Waldemar zum Zweikampf aufgefordert. Naja, und wenn wir uns den Waldemar angucken, wenn er nackig mit dem Oberkörper durch die Gegend reitet, das ist wohl nichts anderes als Alphatiergehabe, um sich dort als toller Hecht darzustellen. Also ehrenvoll und wird es auch so lange bleiben, bis Gesetze ausfindig gemacht werden. Und das ist eben das fundamental wichtige staatliche Rahmenbedingungen, denen zufolge der, welcher fordert, als ein Gegenstand der Verachtung, welcher hingegen die Herausforderung nicht annimmt, als ein Mann, der geschätzt werden verdient, angesehen wird. Naja, und das können wir, glaube ich, mit Fug und Recht Fortentwicklung von Gesellschaften, von staatlichen Rahmenbedingungen ansehen. Wenn es dann eben nicht mehr heißt, wenn zwei Alpha-Tierchen aufeinander krachen und zu sagen, hey, lass uns auf die Wiese gehen und das Ganze mit dem Boxamt klären, das ist halt schlicht und einfach Quark, das mit dem Boxkampf zu klären. Und dass es dann eben nicht nur verboten ist, diesen Boxkampf oder das Duell auszuführen, sondern dass sich die Gesellschaft prinzipiell überlegen sollte, ob es nicht eine Fortentwicklung ist, dass tatsächlich der in Anführungszeichen Hasenfuß dann als der tolle Hecht angesehen wird und nicht derjenige, der im Sandkasten die größere Schaufel nimmt. Naja, das Ganze ist 300 Jahre alt. Ich glaube, das hat einen hochaktuellen Bezug, was wir hier lesen, denn genau das passiert wohl gerade leider in der Ukraine. Oder das ist vielleicht die berühmteste Stelle aus dem Leviathan, dass wir hier haben. Wo kommen wir her und wo geht es denn dann nachher hin? Hieraus ergibt sich, also macht er wieder vorneweg, wo kommt die Menschheit her? Also aus einem Urzustand, aus einem Naturzustand. Hieraus ergibt sich aus diesem Naturzustand, dass, ganz wichtig, ohne eine einschränkende Macht der Zustand der Menschheit ein solcher sei, wie er zuvor beschrieben wurde, nämlich, das ist das, was ich Ihnen eben als Zitat gegeben habe, ist aus den Vorkapiteln, nämlich ein Krieg aller gegen alle.
Denn der Krieg dauert ja nicht etwa nur so lange wie faktische Feindseligkeiten, ne? Das passt auch sehr gut zu dem, was wir gerade sehen, sondern so lange wie der Vorsatz, ganz wichtig, herrscht, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben. Wie du mir, so ich dir, finden wir auch im Alten Testament, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Beim Kriege kommt es wie beim Wetter allein auf die Dauer an. So wenig ein heftiger Regen, schon nasses Wetter ist, ebenso wenig wird irgendein einzelnes Gefecht ein Krieg genannt werden können. Naja, in der Ukraine, das müssen wir wohl sagen, das ist nicht nur ein schlechtes Wetter, was wir da haben, sondern das ist schon ein Krieg. Die Zeit aber, in der kein Krieg herrscht, heißt Frieden. Also ohne einschränkende Macht, ohne Institutionen, die das gewährleisten, dass ich nicht nach dem Recht des Stärkeren, so wie der Waldemar hergeht und sagt, ich habe die größere Armee, also nehme ich mir mal die Ukraine und bringe dort die Menschen um. Naja, und das hier ist eben als der Naturzustand, wo kommen wir her, beschrieben. Wir sehen eben, dass die in Anführungszeichen Fortentwicklung, dass wir Institutionen haben, dass wir ein Sicherheitssystem aufbauen, dass so etwas nicht passiert, tagtäglich tatsächlich verteidigt werden muss und tatsächlich auch wieder staatliche Rahmenbedingungen. Wofür ist der Staat grundsätzlich denn dann da, um diese Macht zu gewährleisten, äußere und innere Sicherheit? Und die äußere Sicherheit haben wir gesagt, lassen wir mal den Amerikaner machen. Interessiert uns in Europa nicht so viel, wir kümmern uns um was anderes. Ist uns jetzt volle Suppe auf die Nase, sind wir damit gekracht, denn Sie sehen hier mich, ich bin schön eingemummelt, habe eine Mütze auf, bei mir ist nämlich die Heizung aus und draußen schneit. Warum mache ich das? Es geht in dem Sinne so weit und wir haben gerade gestern die erste Frühwarnstufe, die Vorwarnstufe ausgerufen, dass jetzt ein Expertenrat zusammentritt im Hinblick, müssen wir eventuell nicht nur die 3 Tage, in die jetzt die Schneewalze hier bei uns durchrollt, frieren, sondern müssen wir eventuell im Herbst dann richtig frieren. Ja, es wurde immer dann mit dazu gesagt, ja, das hat ja noch keine tatsächlichen Konsequenzen, weil es noch keine Einschränkungen ausgerufen werden oder so etwas. Naja, das ist natürlich Humbug. Wenn wir in einer Marktwirtschaft, da sind wir wieder hier zurück, leben und das Ganze gerne so organisiert haben und wir jetzt als Regierung ausrufen, Achtung, erste Warnstufe dabei, ob bei uns die Heizung noch läuft oder nicht. Was löst das aus? Das löst natürlich hier bei den Preisen fundamental was aus. Das löst hier bei unseren Präferenzen fundamental etwas aus. Und das löst natürlich auch in der Produktionsfunktion, in den Rahmenbedingungen etwas aus. Das kreiert schlicht und einfach Unsicherheit. Und damit ändert sich bei uns die Rahmenbedingungen fundamental. Der Sachverständigenrat ist gerade neu rausgekommen mit einer massiv abgesenkten Prognose auf unter 2% für dieses Jahr. Ja, das wollte ich noch mal kurz als Wiederholung des Ganzen machen. Wir sind dann weitergegangen und haben daraus dann eben abgeleitet, wenn wir diesen Zustand Krieg aller gegen aller, anything goes, verlassen möchten, dann entwickeln sich so etwas wie natürliche und tatsächlich auch niedergeschriebene Verträge. Das ist dann unsere grundsätzliche Vertragstheorie, die wir daraus ableiten, dass wir uns gegenseitig in dem Sinne dann nachher versprechen, ich nehme dir nicht einfach alles weg, nur weil ich es kann und weil ich stärker bin. Das Dumme an dieser Verhaltensweise, und das sieht man beim Waldemar ja auch, und das sieht man tatsächlich, habe ich gerade heute Morgen mit meiner Frau besprochen, das sehen wir auch schon in der griechischen Mythologie. Wenn wir bei Dionysius nachgucken, was hat der gemacht? Tyrann von Syrakus, der soll der Legende nachher so viel Angst gehabt haben,
dass er sich nur noch von seinen Töchtern hat den Bart scheren lassen, weil er sich so extrem zurückgezogen hat. Er hat zwar alles gehabt, hat allen bei sich in dem Sinne alles weggenommen, war der mächtigste Kollege dort in der Stadt, aber hat dadurch so viel Angst gehabt, dass die anderen ihm das wieder wegnehmen wollen, dass er komplett isoliert leben musste. Und genau das ist wohl beim Waldemar auch gerade der Fall, dass er vollkommen isoliert ist und ja, außerdem sagt, dass er weiter Krieg geführt werden soll, nicht mehr viel machen kann. Und diesen Zustand, den versuchen wir eben zu verlassen, indem wir uns selbst reglementieren, uns selbst Regeln setzen. Und wie werden diese Regeln letztlich ausgestaltet? Und da waren wir dann eben letztes Mal. Es gibt prinzipiell eine Tendenz, wiederum aufgrund der Unsicherheit, dass wir einen gewissen Ausgleich in diesen Verträgen, in der Verteilung der Ressourcen anstreben. Das heißt nicht, da kommen wir gleich dazu, dass es prinzipiell optimal ist, dass alle das Gleiche haben. Da müssen wir von der Ökonomie her sagen, das ist sogar schwierig, denn wenn alle das Gleiche haben, dann gibt es auch nicht mehr richtig wirklich einen Innovationsanreiz, denn sie investieren ja hier ihre ganze Zeit da rein, weil sie sich sagen, okay, mit einer guten Ausbildung kriege ich einen guten Job und dann kann ich mir morgen eine ganze Menge mehr leisten, was ich mir heute noch nicht leisten kann. Wenn aber von vornherein gesagt werden würde, naja, und wenn sie dann 25, 27 oder sowas sind und vielleicht noch nach dem Master und sonst irgendwas fertig sind, dann kriegen sie sowieso alle 3.500 € im Monat. Naja, warum sollten sie dann hier ihre Zeit investieren? Aber umgekehrt, aufgrund der Unsicherheit, wo lande ich denn nachher auf der Leiter, sind wir prinzipiell bereit, zumindest in den westlichen Demokratien, doch auch von oben nach unten etwas umzuverteilen. Und da habe ich Ihnen hier dieses klassische Beispiel auch des Butterbrots und eben hier meine Parabel aus Tausend und einer Nacht gegeben. Ja, das sind in dem Sinne die Fundamentalen, auch von den großen Philosophen vor ein paar hundert Jahren. Und dann gibt es da nicht aktuell, aber doch eine, sagen wir mal, neuere Entwicklung, und die hat sich tatsächlich so im Zuge des Nachgangs des Zweiten Weltkriegs entwickelt in den USA. Das ist die sogenannte Anspruchstheorie von Robert Nozick. Und im Zuge des Zweiten Weltkriegs, im Nachgang insbesondere in den USA, hat sich eine, ja, Gesellschaftsform entwickelt, wo wir relativ viel Staatseingriff gehabt haben. Und da gibt es dann eben in dem Sinne auch wieder durchaus die sinnvollen Gegenbewegungen. Und das werden wir sehr wahrscheinlich bei uns in Europa jetzt auch sehen. Denn durch die beiden Krisen, Finanzkrise und ja, Corona ist immer noch da, durch Finanzkrise und Corona-Krise haben wir ja massive Staatseingriffe. Sehen Sie unsere Nullzinsen und sehen Sie die Kurzarbeit, die immer noch läuft. Das heißt, die Geldmärkte und die Arbeitsmärkte verzerren wir immer noch fundamental, weil wir der Meinung sind, dass das eine gute Sache ist, zumindest von der Regierung. Wir sehen aber schon an den Geldmärkten, die Zinsen fangen massiv an zu steigen, die Preise, und die Preise steigen eben nicht nur wegen dem Ukraine-Krieg, sondern auch ganz fundamental aus ganz normalen Marktprozessen heraus, weil viel zu viel Geld im Markt drin ist. Quantitätstheorie, müssen mehr oder weniger die Preise steigen. Das heißt, ähnliche Situation auch mit hohen Inflationsraten Mitte der 70er Jahre, denken Sie an Ölkrise und so etwas zurück, was jetzt auch in den Medien alles drin ist, gab es eben eine, jetzt ist das hier verschoben, warum das? So, jetzt ist wieder halbwegs drin. Gab es dort dann eben auch eine Tendenz, in dem Sinne den Staat wieder zurückzudrängen. Und da hat er dieses berühmte Buch Anarchy, State and Utopia geschrieben, aus dem man dann eben ableiten kann, oder er hat daraus drei Prinzipien abgeleitet, was auch in Richtung dieser freiwilligen Verträge geht, dass ich grundsätzlich, wenn etwas herrenlos rumliegt oder damenlos,
kann ich mir das aneignen. Ich kann freiwillig Dinge übereignen. Und grundsätzlich gibt es einen Bestrafungsmechanismus, wenn der eine dem anderen etwas wegnimmt. Aber mehr will er letztlich dann auch nicht haben, denn ansonsten sollte das Ganze rein über den Marktprozess nachher laufen. Ich denke tatsächlich etwas zu utopisch, oder vielleicht wusste er das auch, deswegen hat er hier auch sein Utopia unten mit reingeschrieben, denn wir haben natürlich viele Bereiche, wo wir sagen müssen, die können wir gar nicht über den Markt organisieren. Denken Sie an die öffentlichen Güter insbesondere. Naja, und dann noch ganz berühmt, erstmal aus der österreichischen Schule, Hayek, in dem Sinne dann die europäische Version des ganzen Liberalismus, aber er ist dann eben auch nach Chicago gegangen und hat dort die Schule von Chicago begründet. Und er hat das Ganze in dem Sinne dann umgedreht. Freiheit nicht als was Positives, sondern Freiheit in Abgrenzung zu der Situation, wenn ich so etwas wie fundamentalen Zwang seitens des Staates habe. Also in dem Sinne, ich komme von der Diktatur, während der Natur, der Naturzustand von dem Freiheitsbegriff kommt, sagt, ich habe alle Freiheiten, die es überhaupt gibt, ist in dem Sinne dann hier auch etwas Modernes, denn die alten Philosophen, nenne ich sie jetzt mal, Hobbes, Locke, Rousseau und so weiter, die kommen eben von einem sich entwickelnden Staatensystem. Damals haben sich dann ja auch eben bürgerliche Gesellschaften und erste demokratische Ideen damals entwickelt. Hayek aus dem 20. Jahrhundert, der kannte eben schon sowohl die Diktaturen als auch Demokratien, und auch in Demokratien, wo wir Staatseingriffe haben, sagt er dann eben, ich will prinzipiell Freiheit, aber das heißt nicht, dass ich den Staat abschaffen will oder nicht so radikal wie bei Robert Nozick, sondern wieder ganz wichtig, und das kommt in der Ökonomie ganz häufig vor, dieser Schleier der Unwissenheit. Kann ich denn das jetzt nicht dick machen? Also, ich bin noch in dem Zeichenmodus, deswegen. So, jetzt geht das. Im Schleier der Unwissenheit, also ich weiß in dem Sinne nicht, wo stehe ich denn jetzt genau? Jetzt ist das immer noch nicht ganz zu sehen. Noch kleiner werden. Und jetzt muss ich das verschieben. Und das noch kleiner machen. So, jetzt müsste das ungefähr gehen. Also, in diesem Schleier der Unwissenheit befinde ich mich, also auf welcher Nummer, auf welcher Sprosse der Leiter sitze ich denn eigentlich? Grundsätzlich, Mikroökonomie, bin ich vollkommen frei in meinen Präferenzen. Da sollte sich der Staat nicht einmischen, aber eben, wir sind im dauernden gegenseitigen Austausch, und das eben nicht nur dann in unserem BGB, in unserem SDGB oder so etwas, in den tatsächlich kodifizierten Regeln, sondern wir sind im Austausch unserer Verhaltensweisen. Was sehen wir als richtig, was sehen wir als falsch an? Und das entwickelt sich eben alles evolutorisch gemeinsam. Ne? Da müssen wir ja auch sagen, dieser ganze Umwelt- und Klimagedanke, der jetzt immer wichtiger wird, der hat sich eben dann auch so ab den 70er Jahren. Was ist das richtige Verhalten in Bezug auf unsere Lebensgrundlagen? Man muss sagen, so bis in die 60er, 70er Jahre haben wir eben gesagt, naja, wenn wir hier das Wirtschaftswachstum über Verbrennen von Kohle und Öl ordentlich anheizen, dann entstehen Einkommen, und über diese Einkommen geht es den Menschen besser, also machen wir das. Dass dann diese negativen externen Effekte, die daraus resultieren, die haben wir erstmal beiseite gelegt. Und wir haben jetzt erst langsam unsere Anpassung in diesem Bereich. Und das heißt, daraus entwickelt sich aus dem Miteinander über Bräuche unsere
Normen und damit dann letztlich auch das kodifizierte Recht, was wir bekommen. Und grundsätzlich läuft das Ganze eben unter dem Schleier der Unwissenheit und wir haben letztlich so etwas wie ein Try and Error. Das heißt, wir können natürlich irgendwas auf der grünen Wiese nachher planen und dann muss das Ganze aber wie betriebswirtschaftlich auch, muss ich nachher das Ganze am Markt platzieren. Ich muss das Ganze auf Erfolg testen. Und daraus entsteht dann letztlich nachher unser Fortschritt. Also das ist der Liberalismusbegriff von Friedrich Hayek. Naja, und aus dem, wie soll sich das Ganze jetzt weiterentwickeln, das wollen wir jetzt eben ein bisschen formalisieren. Nochmal schnell zurückspringen zu dem Bild. Wo wollen wir hier auf der Kontraktkurve denn nachher hin? Naja, diese Kontraktkurve, die definiert genau eine Indifferenzkurve von B und genau eine Indifferenzkurve von A. Und die Indifferenzkurven, erinnern Sie sich, die repräsentieren genau jeweils ein Nutzenniveau. Vielleicht beim A ein Nutzenniveau von 3 und bei B ein Nutzenniveau von 5. So. Und hier unten vielleicht ein Nutzenniveau von B, bin ich weiter unten von 8 und von A nur von 1. Wie gesagt, beides ist Pareto-effizient. Und jetzt kann ich mir eben überlegen, dass ich eine Funktion kreiere, in die beide Nutzenfunktionen reingehen. Und ich habe es hier jetzt eben allgemein gemacht, nicht nur mit Zweien, sondern mit ganz vielen. Wir haben auch ganz viele Güter. x1, x2 und so weiter. Dass wir sagen, wir haben hier R Individuen und diese R-Individuen, die packen wir jetzt zusammen als Einträge, so wie Sie es aus der Mikroökonomie kennen, wo die einzelnen Einträge die einzelnen Güter gewesen sind. Und jetzt sagen wir eben, genauso wie Sie in dem Sinne bei der Ableitung der Präferenzen gefragt worden, ich gebe Ihnen mal ein erreichbares Güterbündel von 3 Liter Milch und 2 Stühlen. Finden Sie das besser oder schlechter als 4 Liter Milch und nur einen Stuhl? Na, das war diese ordinale Reihenfolge, die wir hier gebracht haben. Die unterschiedlichen Allokationen x1, x2, x3 von unseren Gütern, die in die Nutzenfunktionen der einzelnen Individuen reingehen. Also wir vergleichen in dem Sinne jede Allokation miteinander. Und da sagen wir jetzt genauso wie in der Mikroökonomie, die sollen einmal alle miteinander vergleichbar sein und sie sollen die Transitivitätseigenschaft erfüllen, dass wir eben sagen, wenn eine Allokation A besser ist als eine Allokation B und eine Allokation B ist besser als eine Allokation C, dann soll auch A die Allokation besser sein als die Allokation C. Wir werden später nochmal, wenn wir Wahlen machen, uns mit zyklischen Präferenzen auseinandersetzen, die bei mir Start gemacht haben, sage ich nur schon mal dann Begriff Condorcet-Paradoxon. Naja, letztlich, wenn wir diese Reihung haben, Allokation A finde ich besser als Allokation B, kann ich genauso wie bei der Nutzenfunktion sagen, naja, dann weiß ich eben der Allokation A, meinetwegen eine Wohlfahrt jetzt von 4 zu und der Allokation B eine Wohlfahrt von 3. Und damit habe ich jetzt dann eine Wohlfahrtsfunktion, die mir die Allokationen bewertet. Die Allokationen übersetzen sich aber gerade in die Nutzenfunktionen, in die einzelnen individuellen Nutzenwerte und damit bekomme ich dann eine Wohlfahrtsfunktion, in die die einzelnen Nutzenfunktionen meiner Individuen in der Gesellschaft mit eingehen. Und das Ganze ist formal eben von Bergson
in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts definiert worden und deswegen nennt man so etwas dann auch eine bergsonsche Wohlfahrtsfunktion. Naja, und daraus können wir dann genau äquivalent, wie wir es bei der Produktion gemacht haben, wo wir gesagt haben, wir leiten die Transformationskurve aus der Produktionsfunktion her, aus den Produktionsfunktionen her, wenn ich eine zusätzliche Einheit von Gut A produzieren möchte, auf wie viel muss ich dann von B verzichten? Genau das Gleiche können wir jetzt hier auch machen, denn diese Wohlfahrtsfunktion hier, die setzt uns ja die individuellen Nutzen in Relation. Da bauen wir gerade noch mal, habe ich mir gerade gedacht, eine Folie dazwischen. Das gerade etwas zu schnell geht. Machen wir mal. Ach, ich mache es ganz weg. Zeichne Ihnen das. Können wir ja auch machen. Dass wir nämlich hergehen können und sagen können, naja, wo kommen wir her? Wir kommen von unserer. Ah, ich mache es übereinander. Nehme das Ding mal runter, dann kann ich direkt malen. Ist alles neu für mich jetzt, muss ja wieder umlernen. Dass wir also unsere Kontraktkurve nehmen, A, Y, X, B. Dann haben wir hier verschiedene Punkte auf dieser Kontraktkurve, die alle Pareto-effizient sind. Und die entsprechen jetzt jeder Punkt auf der Kontraktkurve entspricht genau einer Kombination von Nutzenwerten von A und B. Also jedem Punkt wird ein Punkt UA UB zugeordnet. Naja, und dann können wir jetzt eben tatsächlich ableiten, wenn wir hier UB abtragen und hier UA abtragen, dass wir sagen können, hier oben in dem Punkt, wenn wir mal den Extrempunkt nehmen als Start, wie hoch ist da der Nutzen? Nutzen wichtig ist ordinal skaliert. Und dann sagen wir, wir können, selbst wenn wir eine Nutzenfunktion definiert haben, die negative Werte hat, dann können wir einfach sagen, dann nehmen wir den negativsten Wert, den diese Nutzenfunktion hat, und setzen den als Nullpunkt. Also machen eine lineare Transformation durch eine Addition von einem festen Wert zu allen Punkten. Dadurch ändert sich ja nicht die Reihung. Erinnern Sie sich daran an den Unterschied zwischen Kardinalität und Ordinalität. Das heißt, an dieser Stelle können wir in dem Sinne unterstellen, dass der Nutzen von B 0 ist, weil er da nämlich nichts hat. Also wären wir hier unten und der UA hätte eben einen solch hohen Nutzen. Das heißt, dieser Punkt übersetzt sich dann hierhin. Ups. Und dieser Punkt, da hätte B alles, also wäre B irgendwo hier. Also das wäre UA Max und das wäre UB Max. Dann wäre an dem Punkt UB mit einem hohen Nutzenwert und UA hätte nichts. Also würden wir tatsächlich an der Stelle hier landen.
Naja, und wenn wir jetzt hier die Kontraktkurve hochwandern, dann heißt das, dann nimmt langsam der Nutzen von A zu und der Nutzen von B, der geht in seine Schlechtermenge, der nimmt ab, also würde vielleicht dieser Punkt dem hier entsprechen. Dann geht das Ganze immer so weiter. Dass wir dann so etwas bekommen wie eine Nutzen-Transformationskurve. Also die ist tatsächlich konzeptionell genauso abgeleitet, wie sie das auch aus der Produktionstheorie kennen. Und das werden wir in der Übungsaufgabe dann später auch nochmal machen. Naja, und wenn ich jetzt die Wohlfahrtsfunktion hier dazu nehme, erinnern Sie sich, bei der Transformationskurve sage ich dann, wenn ich zu dem Preisverhältnis komme, dass ich sage, die Transformationskurve in der Produktion, die gibt mir gerade meine Produktionsmöglichkeiten an und dann will ich das Einkommen, was ich aus der Produktion generiere, möglichst optimieren, also schiebe ich meine Einkommensgerade, ich zeichne es hier gerade nochmal hin, möglichst weit nach außen. Also Produktion heißt BA, das sind meine Produktionsmöglichkeiten, das wäre jetzt irgendeine Einkommenskurve, die liegt aber innerhalb meiner Produktionsmöglichkeiten, also schiebe ich die so weit wie möglich nach außen und dann komme ich hier zum optimalen Produktionspunkt. Das hatten Sie in der Übungsaufgabe gemacht, die ich Ihnen letztes Mal gegeben hatte. Naja, und das Gleiche machen wir jetzt auch mit dem Nutzen. Denn wir haben jetzt hier eine Zielfunktion, in der jetzt eben die in der Nutzentransformationskurve ersetzten Güter B und A werden jetzt ersetzt durch UA und UB. Naja, und wir haben ja gesagt, diese Wohlfahrtsfunktion, die soll mit den Nutzeneinträgen genauso aussehen wie eine Nutzenfunktion in Gütern X1, X2. Das heißt, wir können dann auch wieder Wohlfahrtsindifferenzkurven annehmen. Und das Wohlfahrtsoptimum wäre dann eben schlicht und einfach die höchste Wohlfahrtsindifferenzkurve, gegeben unsere Nutzenmöglichkeitskurve, unsere Nutzentransformationskurve, die wir erreichen können. So, ein fundamentales Problem haben wir dabei leider, nämlich, dass unter diesen gängigen Annahmen, wenn, um auch Pareto-Effizienz zu haben, meine Wohlfahrtsfunktion soll natürlich so gebaut sein, dass wenn alle den gleichen Nutzen haben, nur einer ist besser, dann soll insgesamt die Wohlfahrt auch gegenüber der Ausgangssituation besser sein, die Transitivität und die Vollständigkeit, dass das leider an Eigenschaften nicht ausreicht, dass wir solch eine schöne, konkave, krumme Nutzen Möglichkeitskurve haben, sondern wir können nur zeigen, im Allgemeinen ist das Ganze eine fallende Funktion in diesen beiden Nutzenfunktionen U2 und U1. Das heißt, die kann auch hier irgendwo ein bisschen gewellt sein. Und das kann dann tatsächlich leider dazu führen, eventuell, dass wir hier zwei Stellen haben, wo die Steigungen dieser beiden Kurven gerade gleich groß sind in Rechenbeispielen, die wir nachher betrachten. Dort werden wir tatsächlich dann nur konkave Nutzenmöglichkeitskurven betrachten. Das würde dann, denke ich, für diese Veranstaltung zu weit führen. Nichtsdestotrotz muss man das hier klar sagen, dass wir nicht einfach per sinnvoller Annahmen dieses Problem, dass wir keine durchgängige Zunahme der betraglichen Steigung der Transformationskurve haben. Das ist
gewährleistet durch die konstanten Skalenerträge in der Produktionstheorie. Eine ähnlich geartete, sinnvolle Annahme können wir in der Nutzentheorie eben nicht machen. Aber können Sie sich schon mal merken, für den weiteren Verlauf gehen wir grundsätzlich von einer Nutzenfunktion aus, die so aussieht. Ob man das jetzt nicht richtig darstellt, weiß ich nicht, aber ich lerne auch bei dem neuen Computer hier. Da hängt er gerade. Sehen wir hier. Das ist irgendwas mit meiner Auflösung. Aber man kann es, glaube ich, noch lesen. Soweit, wie kommt das Bild bei Ihnen an? Bei mir haben sich gerade die Bildschirme umgeschaltet. Ist das noch lesbar? Ich habe hier nämlich an meinem Bildschirm eine Verzerrung des Ganzen. Ich weiß nicht, ob die bei Ihnen auch so ankommt. Okay, ist noch soweit lesbar, dann können wir weitermachen. Alles klar. Okay, also unsere Wohlfahrtsfunktion und was wir uns jetzt eben angucken möchten, das sind jetzt tatsächlich ganz konkrete Wohlfahrtsfunktionen und ja, die in dem Sinne einfachste Wohlfahrtsfunktion, das sind die perfekten Substitute. Wenn ich tatsächlich sagen kann, egal auf welchem Wohlfahrtsniveau ich bin, der Austausch zwischen UA und zu UB ist immer im gleichen Verhältnis zu sehen. Naja, und dann habe ich eben tatsächlich einfach nur die Aufsummierung der individuellen Nutzen. Und hier ist auch geschichtlich wieder sehr, sehr interessant, dass wir an der Stelle sagen müssen, heutzutage, wenn Sie als Utilitarist angesehen werden, dass Sie eben sagen, ich kann den Nutzen vom Herrn Müller direkt wohlfahrtstechnisch mit dem Nutzen von Frau Jansen austauschen. Also sprich, an der Wohlfahrt bei mir in meinem Land ändert sich nichts, wenn der Herr Müller sich um 2 Einheiten besser fühlt und die Frau Jansen sich um 2 Einheiten schlechter fühlt. Also ich gebe dem Herrn Müller was dazu und nehme der Frau Jansen was weg. Das soll im gleichen Maß, das soll nichts an meiner, an meinem Nutzen, an meiner Wohlfahrt in unserem Staat. Also wie bewerte ich solch eine Politikmaßnahme gut oder schlecht? Da soll ich sagen, das ist ohne Probleme wunderbar oder noch besser. Ich gebe dem Herrn Müller 3 dazu und nehme der Frau Jansen 2 weg. Das soll ich auch 1:1 saldieren können, dann soll es sogar in dem Land grundsätzlich besser laufen. Ne? Und das ist natürlich zu hinterfragen. Und insbesondere wird man heute als Utilitarist stark deswegen hinterfragt, weil man sagt, naja, dann gehst du ja sogar her und sagst, wenn der Superreiche was dazu kriegt und der ganz Arme, dem nehme ich was weg und der Superreiche kriegt mehr dazu, als der Arme weggenommen bekommt, dann finde ich das noch besser. Und dann kommt man eben in Erklärungsnöte, weil man dann wahrscheinlich aus Gerechtigkeitsaspekten durchaus argumentieren wird, sagen wird, naja, dem Superreichen muss ich jetzt nicht noch unbedingt was dazugeben. Bei dem ist es doch eh wurscht. Aber wenn ich dem Armen noch was wegnehme, das ist doch insgesamt schlecht für die Gesellschaft. Also das wird sehr skeptisch gesehen. Jetzt gehen wir aber zurück. Wann ist diese utilitaristische Sichtweise entwickelt worden? Im 19. Jahrhundert. Und da kann man sagen, unter diesen staatlichen Rahmenbedingungen gilt mehr oder weniger das Umgekehrte. Welche Regierungsform hier, das ist wieder Großbritannien, hatten wir da? Das war eine Monarchie, in der mehr oder weniger die Besitzverhältnisse ziemlich klar waren, dass nämlich die Adligen oder auch industrielle Revolution, Manchester-Kapitalismus, also das Großkapital, hat letztlich alles besessen. Und denken Sie, werden Sie wahrscheinlich in Geschichte gemacht haben, Manchester-Kapitalismus, wie sie Arbeitsbedingungen in der industriellen Revolution in Großbritannien gewesen sind. Wenn Sie Robert Owen oder so etwas mal gelesen haben oder eben auch das, daraus hat sich ja letztlich nachher Marx und Engels der Kommunismus mitentwickelt, aus der Beobachtung der Arbeitsverhältnisse im kapitalistischen
Großbritannien der industriellen Revolution. Da ist diese Sichtweise tatsächlich revolutionär umgekehrt, dass nämlich jemand hergeht und sagt, ich kann tatsächlich, und jetzt mache ich das umgekehrte Beispiel, dem Reichen, dem Adligen, dem Großkapitalisten was wegnehmen. Und wenn ich viel den Armen dazugebe, dann kann ich daraus aus dieser Sichtweise ableiten, dass die Wohlfahrt des Staates gesteigert ist. Naja, und das war eine ganz neue Sichtweise, dass ich überhaupt die armen Menschen in das Kalkül für die Bewertung des Gesamtstaates reinnehme. Weil bis dahin, in dem Sinne, bis zu dem sich entwickelnden Bürgertum und auch zu der sich entwickelnden, selbstbewusster werdenden Arbeiterschaft, es mehr oder weniger irrelevant war, was die armen Menschen gedacht haben, weil die Besitzenden eben alles entschieden haben. Also so ändert sich dann eben auch die Sichtweise auf diese Bewertungen, was ich sehr interessant finde. Naja, dann nehmen wir jetzt mal diese Sichtweise, wo ich gerade gesagt habe, dieses grundsätzliche heutige Argument der Kritik an der utilitaristischen Sichtweise, wenn man das, sagen wir mal, sehr stark auf die Spitze treibt, dann kommt man zu einer Nutzenfunktion, die so aussieht, dass ich in dem Sinne immer gucke, der Wert meiner Wohlfahrt ist für jede Allokation gerade der Nutzen des Individuums, der in dieser speziellen Allokation X der niedrigste ist. Haben Sie hier einen Wiedererkennungswert, was das für eine Nutzenfunktion aus Ihrer Mikroökonomie oder was das für eine Produktionsfunktion aus Ihrer Produktionstheorie ist? Das hier waren einfach die perfekten Substitute. UB, UA sieht so aus. Und hier? Wie sieht hier meine Wohlfahrtsfunktion aus? Warten Sie, ich habe jetzt hier den allgemeinen Fall mit UN, wenn Sie sich so aufschreiben. Min von UA UB. Überlegen Sie sich mal, ich nehme mal UA als 3 an und 3 sei hier. Wie sieht dann der Wert meiner Wohlfahrtsfunktion aus für UB größer gleich 3? Stellen Sie sich mal vor, Sie tragen jetzt, wenn UA 3 sei, Sie tragen für UB Werte von 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ein. Wie ändert sich dann die Wohlfahrt in Ihrem Land? Das Minimum von 3, 5 ist. Minimum von 3, 5 ist gleich zwei Zahlen. Das Minimum von 3 und 5. Ja, ist 5 größer als 3 oder ist 3 größer oder ist 3 kleiner als 5? Dieses Zeichen Minimum bedeutet, ich soll die
kleinste Zahl aus dieser Menge bestimmen. Und das ist, oder hören Sie mich nicht mehr? Die 3, ne? So, und das Minimum von 3 und 27 ist auch 3, ne? Alle Zahlen, die größer als 3 sind. Das heißt, wenn ich hier eine 3 hinmache, dann heißt das, meine Wohlfahrtsfunktion hat ausgehend davon diesen Wert. Naja, und jetzt frage ich Sie, wenn ich UB kleiner gleich 3 angucke. Wenn ich also gucke, jetzt schaue ich mir an, Minimum von 3, 2. Dann habe ich offensichtlich die 2. Na? Das heißt, dann wird tatsächlich dieser Wert UB relevant. Naja, und das Ganze können wir jetzt noch umdrehen, dass wir jetzt mal sagen, dann halte ich UB bei 3 fest. Und guck mir an, Werte UA größer gleich 3. Was kommt dann hier raus? Bei Minimum, ups, da muss ein Minimum davor. Minimum von 5, 3 ist offensichtlich auch 3. Das heißt, wenn ich hier 5 eintrage, das bei 3 festhalte, lande ich hier. Bei 6 lande ich auch hier. Das heißt, komme ich darüber. Überall kommt 3 raus. Das hier ist eine Wohlfahrts Indifferenzkurve. Das heißt, alle Nutzenkombinationen, die hier drauf liegen, haben den Wert 3. Da ändert sich die Wohlfahrt meines Staates nicht. Naja, und solch eine Indifferenzkurve, die identifiziere ich mit welcher Art von Gütern? Wie stehen die zwei Güter zueinander, wenn wir Produktionsniveau nehmen, die Isoquanten so geknickt sind? Wie heißen die Dinger? Ja, jetzt stoße ich sie aber wirklich komplett drauf. Wenn das Ganze so aussieht, nenne ich das perfekte Substitute. Und wenn das Ganze so aussieht, nenne ich das. Perfekte Komplemente. Den Begriff perfekte Komplemente, den geben Sie mir bitte zurück, dass Sie den schon gehört haben. Nicht? Wirklich nicht? Ehrlich? Also perfekte Komplemente, dann mache ich noch das klassische Beispiel dafür. Räder und oder machen wir hier aktuell noch, das steht in allen Mikrobüchern drin, Benzin und Auto. Beides funktioniert nur zusammen. Denn noch, wir haben jetzt ja bald dann viele Elektroautos, aber bis vor 5 Jahren, Auto ohne Benzin funktioniert nicht, weil es nicht fährt, hat damit in dem Sinne auch nur bedingten Nutzen. Ich kann es mir als, weiß ich nicht, als Blumentopf vorne vor die Dings stehen. Das heißt, perfekte Komplemente gehören immer in einem festen Austauschverhältnis zusammen, damit sich die Produktion ändert. Oder nehmen Sie das Beispiel 4 Tischbeine und eine Tischplatte. Eine Tischplatte und 7 Tischbeine bringen mir relativ oder bringen mir auch nicht mehr als einen Tisch, weil diese beiden Einzelgüter, Tischbein und Tischplatte, in einem festen Austauschverhältnis stehen müssen. Und was ich hier jetzt einfach gemacht habe, ist kein Austauschverhältnis von
4 zu 1, sondern hier wäre es dann eben ein Austauschverhältnis von 1 zu 1. Ich kann eine Nutzeneinheit von A durch genau eine Nutzeneinheit von mit B, die müssen zusammen sein, wenn ich UA weiterhin bei 1 festhalte und UB 4 habe, dann ändert sich insgesamt die Wohlfahrt nicht. Erst wenn UA auch erhöht worden ist auf einen, sagen wir, Wert von 2. Das heißt, die Wohlfahrt ändert sich erst, wenn wir hier auf diesem Strahl entlang laufen, wo eben UA und zu B immer im Verhältnis von 1 zu 1 stehen. Und das Ganze, das ist in dem Sinne, hat wieder etwas mit Hayek, mit dem Schleier der Unwissenheit zu tun. Das ist von John Rawls, einem bis dahin, bis er dieses Buch geschrieben hat, ja, nicht unbedeutend, aber unbekannten Philosophen aus den USA geschrieben worden. Und dass er eben gesagt hat, naja, aufgrund des Schleiers der Unwissenheit, also wo befinde ich mich denn wieder auf der Leiter, sollte bei möglichen Umverteilungen, also ich will meine Ressourcen umverteilen und dadurch ändert sich die Wohlfahrt, sollte ich immer für die spezielle Umverteilung auf denjenigen oder diejenige das stärkste Gewicht legen, die jetzt gerade am in Anführungszeichen schlechtesten dran ist. Ich sollte immer beim schlechtesten Glied anfangen. Dann muss man aber aufpassen, wenn ich umverteilt habe, dann kann in dem Sinne, ich habe A, B und C. Wenn ich umverteilt habe, dann kann bei der neuen Allokation es durchaus sein, dass jetzt nicht mehr A schlechtest gestellte Person ist in dieser Allokation, sondern meinetwegen jetzt B. Und das heißt, für eine neue Umverteilung würde ich dann bei dem neuen Minimum nachher anfangen. Naja, und dann gibt es natürlich auch noch das Zwischendrin. Das ist unser böser Cobb-Douglas. Das ist ihr U gleich x hoch ein Drittel mal y hoch zwei Drittel. Und so eine böse Funktion habe ich Ihnen ja auch schon in der Übungsaufgabe gegeben. Wobei da war sie, glaube ich, symmetrisch mit Wurzel aus x mal y. Das heißt, hier verknüpfe ich die beiden jetzt multiplikativ. Naja, und tatsächlich kann man dann im Allgemeinen zeigen. Ich hoffe, das haben Sie mitunter. Also ich weiß zumindest, dass der Herr Kirspel das bei uns im Studium zumindest macht, dass man dann tatsächlich alle drei Nutzenfunktionen, also diese klassische Cobb-Douglas, beziehungsweise hier in der Wohlfahrtstheorie hat die auch der Nobelpreisträger Spieltheorie John Nash eingeführt, deswegen nennt man die Nash-Wohlfahrtsfunktion die Rawlsche perfekte Komplemente und die utilitaristische perfekte Substitute, alle mathematisch zusammenfassen kann in der sogenannten isoelastischen. In der Nutzentheorie ist das die der konstanten Substitutionselastizitäten, dass man dann nämlich zeigen kann, dass diese drei anderen Nutzenfunktionen, die wir haben, gerade aus der hervorgehen, wenn wir einen speziellen Wert für den Parameter Rho zugrunde legen. Naja, und wenn wir uns die jetzt mal alle angucken, das habe ich Ihnen eben schon gezeigt, utilitaristisch sind eben die perfekten Substitute. Das sind die perfekten Komplemente. Da fällt mir ein, also perfekte Substitute und perfekte Komplemente habe ich beispielsweise auch in meiner Makrovorlesung gemacht. Die, die das gehört haben, sollten da am Anfang noch mal reinblättern. Da habe ich zwei Beispiele. Das war Richtung normativ und positiv, wo ich das gemacht habe. Naja, und der Nash, das kennen Sie, das ist wie beim Cobb-Douglas. Das sind unsere klassischen Konvexen. Und die isoelastischen, die krümmen sich dann, die werden eben immer, wenn das Rho in die eine Richtung geht, werden die immer weiter aufgebogen und gehen dann Richtung die Gerade oder sie werden immer eckiger und gehen dann Richtung die perfekten Komplemente. Und hier habe ich Ihnen eben mal einen möglichen das Aussehen dieser isoelastischen gegeben.
Naja, und damit haben wir aber letztlich wieder das Problem der, welche Allokation soll man denn jetzt anstreben, leider immer noch nicht wirklich gelöst. Denn welche von diesen dreien oder hier allgemein dieser Wohlfahrtsfunktionen wir denn jetzt nehmen sollen, dafür haben wir keinen Optimierungsprozess. Und natürlich kommen da fundamental andere Allokationen raus, wenn ich die Nutzen eher als perfekte Komplemente oder eher als perfekte Substitute ansehe. Naja, und die Auswahl, welches Wohlfahrtsmaß, das ist in der Demokratie dann wieder durch die Wahlen gegeben. Na, und da mache ich ja immer den Hinweis, vor einer Wahl sollte man durchaus mal in die Parteiprogramme oder Wahlprogramme der zu wählenden Parteien hingehen und nicht irgendwie nach der Anzugfarbe oder Kleidfarbe oder sonst irgendetwas gehen. Dann ist man vielleicht überrascht, was die Leute dann im Anschluss machen, die man da gewählt hat. Allerdings kann man sich da noch sagen, soll ich jetzt hier schon den Wahlprozess reinnehmen? Da gibt es dann noch das sogenannte Konzept der Fairness, was auf Halvarian zurückgeht. Ja, leider ist sein Mikrobuch, zum einen ist das sehr stark angepasst worden über die Jahre, aber der hat mal in den 1970er Jahren ein hervorragendes Mikroökonomie-Lehrbuch geschrieben. Das ist jetzt ja, ziemlich eingedampft. Damals war das noch meiner Ansicht nach relativ gut. Mittlerweile sind da nur noch irgendwelche Bildchen drin. Sodass man heutzutage tatsächlich das Lehrbuch, schreibt er natürlich nicht mehr, weil er jetzt, glaube ich, um die 80 ist oder so etwas, muss man jetzt sein Advanced Microeconomics lesen. Das war vor 20 Jahren die Einführung in die Mikroökonomie. Tempora mutantur. Er hat das sogenannte Konzept der Fairness eingeführt, dass er nämlich gesagt hat, naja, wenn ich umverteile, dann vergleiche ich doch einfach mal oder frage die Leute in der Situation bei der Umverteilung, wie würdest du dich denn fühlen, wenn du die Allokation deines Nachbarn hättest? Wichtig ist, wenn ich die Allokation meines Nachbarn habe, dann heißt das nicht, dass ich den gleichen Nutzen empfinden, wie mein Nachbar davon habe. Weil ich habe ja meine eigene individuelle Präferenz. Das heißt, 3 Liter Milch und 2 Stühle wird mir prinzipiell einen anderen Nutzen stiften als Ihnen. Aber ich kann ja danach fragen, ich habe meinetwegen 4 Liter Milch und einen Stuhl, Sie haben 3 Liter Milch und 2 Stühle, dann kann ich zumindest die Frage stellen, würde ich mich besser fühlen, wenn ich Ihre Allokation hätte? Und so definiert man dann dort zum einen Neid, also wenn ein Individuum das Güterbündel von B dem eigenen, was ich habe, vorziehe, dann heißt es, dass ich den anderen beneide. Das heißt, wenn ich 3,2 habe und Sie haben 4,1 und ich sage mir, 4,1 finde ich aber besser als 3,2, dann bin ich eben auf Sie neidisch. Zusätzlich sagen wir, eine Allokation ist gerecht, wenn niemand den anderen beneidet. Und dann packen wir natürlich noch als dritte Definition mit dazu, nicht nur gerecht soll sie sein, also in meiner Gesellschaft soll niemand den anderen mehr beneiden, sondern das Ganze soll natürlich auch noch weiterhin Marktprozess Pareto-effizient sein. Und wenn eben dann eine Allokation, und dafür brauche ich jetzt ja noch gar keine Wohlfahrtsfunktion, wenn eine Allokation sowohl gerecht als auch Pareto-effizient ist, dann bezeichne ich sie als fair. Und das ist das Fairness-Konzept eben von Halvarian.
Naja, und der Stelle wollen wir jetzt mal Schluss machen. Sie bekommen dann die Tage von mir zu dieser Nutzen-Wohlfahrtstheorie auch nochmal eine Übungsaufgabe. Schauen Sie da bitte auch rein und dann werden wir die allgemeine Gleichgewichtsübungsaufgabe und diese dann in der nächsten Stunde machen. Dann speichern wir das Ganze noch. Ich verstehe nicht, warum sich hier die Auflösung geändert hat. Aber gut. Da vielleicht die Frage an Sie. Ist die Schrift bei Ihnen scharf oder nicht? Die ist scharf bei Ihnen? Die ist scharf bei Ihnen. Also ich nehme an, dass sie nachher im Video nicht scharf sein wird, weil ich ja hier eine Bildschirmaufnahme mache. Das muss ich mir dann angucken. So, ich beende mal das Video.